Ich war 1969 Redakteur von einer deutschen Wochenzeitung für Österreich und ich war auch zuständig für Redaktion, Werbung und Vertrieb. Und in der Zeit hat der Biafra-Krieg gewütet und die Redaktion in Lippstadt, die Zentralredaktion in Lippstadt, war der Meinung, ich sollte für die österreichischen Spender ein Konto in Salzburg eröffnen, was ich auch gemacht habe. Ein Großteil dieser Spenden ist über die internationale Caritas gegangen und ein Rest von 12.000 und etliche Schillinge ist übrig geblieben. Die haben wir nicht mehr angebracht, weil die Caritas nichts mehr überweisen konnte. Alles war gesperrt, die Flughäfen waren gesperrt. Und jetzt haben wir überlegt, was machen wir mit dem Geld? Wir hätten es durchaus auch in einer anderen Richtung verwenden können, wie zum Beispiel Bangladesch war damals also ganz groß im Kommen. Aber wir haben gesagt, die Leute haben das gespendet für die Hungernden in Biafra, die sollen es auch kriegen. Und jetzt habe ich einen mir befreundeten Kaplan, der aus dem Odenwald kam und ein großer Sänger vor dem Herrn war. Dann habe ich gesagt, du, wir haben da ein Problem. Da habe ich ihm die Geschichte erzählt. Sagt er, das von dem, da kann ich dich sofort davon befreien. Sage ich, ja, na wirklich. Ich habe einen Bekannten, den rufst du an. Das ist ein Studienkollege von mir und du wirst sehen, das Problem löst sich auch sofort auf. Na, ich habe das wirklich gemacht, ich habe den angerufen. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein gewisser Dr. Aaron Ekwu. Und ich erzähle ihm diese Geschichte. Sagt er, dann sollten wir aber doch ein bisschen reden drüber. Habe ich gesagt, ja, bitte, es ist durchaus eine Möglichkeit. Kommen Sie und nehmen Sie ein bisschen Informationsmaterial mit, damit wir unseren Lesern mitteilen können, wohin das Geld gegangen ist, was damit geschehen ist und so weiter. Nächsten Tag war er schon hier und das war ausgerechnet sein Geburtstag. Und wir sind uns sehr schnell näher gekommen, waren am gleichen Tag noch per Du miteinander und haben uns also alles erzählt, was so in dem Land also, läuft. Und je länger er erzählt hat, umso klarer ist bei mir ein Gedanke gekommen, diesen Leuten kann man nur helfen, indem man ihnen zeigt, wie sie ihre eigenen Ressourcen mobilisieren und organisieren können. Was war da das Beste? Eine Musterfarm zu errichten und ihnen eine Möglichkeit zu geben, bei dieser Musterfarm einerseits gleichzeitig Arbeit zu haben, Lebensmittel zu erzeugen und das eigene Wissen zu verbessern. Der Dr. Ekwu, ich hab dann schon am gleichen Tag noch Aaron zu ihm gesagt und der Adolf, sagt er, genau das ist es, was wir brauchen. Genau das. Er war ganz begeistert, hat gestrahlt über das ganze Gesicht. In der Nacht, als er dann weg war, sind mir aber Bedenken gekommen, weil ich habe das ein bisschen überschlagen. Und ich bin drauf gekommen, wir brauchen mindestens 5 Millionen Schilling und 12.800 haben wir gehabt, nicht? Also da kann er gerade nach Hause fahren damit, aber mehr kann er da nicht mehr machen. Naja, und ich rufe den nächsten Tag an, sagt der Aaron, sagt er, was hast du für ein Problem? Sagt, ich kann kein Problem sehen. Sag ich, mit 12.800 kannst du keine Musterfarm bauen. Ne? Sagt er, weißt du, wenn der liebe Gott weiß, dass wir eine Musterfarm brauchen,
dann wird er auch dafür sorgen, dass wir das Geld kriegen. Haben gedacht, mein Gott, na, das ist doch nicht zu fassen. Der Mensch glaubt wirklich, man braucht nur glauben, die 5 Millionen sind schon da. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich ihm den Mut nicht nehmen wollte. Nicht? Ich habe gedacht, da fließt viel Wasser die Donau runter, also werden wir sehen, was da rauskommt. Und wir haben ihm dann die 12.800 auf ein Sparbuch gelegt und haben ihm es gegeben. Und ich habe gemeint, damit wäre die Sache erledigt. Aber wie so oft im Leben kommen die Dinge ganz anders, als man sich vorstellt. Wir haben uns kennengelernt am 23. September 1969. Mhm. Und im Jänner 70 musste er aufgrund der, da ist der Krieg zu Ende gegangen in Biafra. Sein Bischof hat gesagt, er muss nach Hause kommen, weil die Weißen, die hat man alle ausgewiesen. Und wir haben uns dann noch alle zusammengesetzt. Wir sind mittlerweile ein Kreis von etwa 30 Personen gewesen, die sich da drangehängt haben. Und habe gesagt, machen wir halt was sich ergibt, welche Möglichkeiten das sich ergeben. Er ist dann nach Hause gefahren, es dauerte keine 4 Wochen, kam ein Brief, also die Leute sind ganz begeistert, in Oberesukara hat das die Stadt geheißen, seine Heimatstadt. Die sind ganz begeistert und wir sollen kommen und sollen uns, sie haben schon Grundstücke zur Verfügung gestellt, wir sollen kommen und sollen die Grundstücke anschauen und auch die Leute anschauen und so weiter. Na, wir haben das wirklich versucht, aber die Nigerianer, die mittlerweile den Krieg gewonnen haben, den Bürgerkrieg, die haben uns nicht ins Land lassen, schon gar nicht an von der Presse. Daraufhin, letzten Endes war es dann so weit, dass ich die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft eingeschaltet habe. Und die haben es dann ermöglicht, dass wir im März 1971 nach Nigeria fliegen konnten. Und ins Dorf sind wir genau am 1. April gekommen und da gibt es eine Filmaufnahme, wo ich zum Aaron sage, dort auf dem Dorfplatz, das wird doch kein Aprilscherz gewesen sein, wenn wir genau am 1. April dorthin gekommen sind. Und interessant war auch, wir hätten mittags ankommen sollen, wir sind aber erst um 5:30 oder 6 Uhr hingekommen. Und da haben die Leute gesagt, es ist schon zu dunkel, da können wir keine Begrüßungsfeier mehr machen. Es waren sicher 5.000 oder 6.000 Leute auf dem Dorfplatz.
Naja, jetzt haben wir vereinbart, wir kommen, treffen uns am nächsten Tag. Das ist dann auch so geschehen. Und wir haben dann alles angeschaut, was die Dorfleute von Oberesokale zur Verfügung gestellt gehabt haben. Und das waren über 7. Ja, wir haben es ausgemessen, aber nicht an dem Datum, wo ich dort war, sondern erst ein Jahr später. Und da haben wir festgestellt, dass es 752 Hektar waren, dass die Dorfleute für dieses Projekt zur Verfügung gestellt haben. Und das war schon gigantisch. Wir haben geglaubt, wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht. So viel Grundstück haben wir besichtigt. Nun gut. Mittlerweile hat Dr. Eko dann den Verein angemeldet in Nigeria. Wir haben den Verein angemeldet hier. Und wie benennen wir den Verein? Und ich habe eine Spalte gemacht einmal bei einer Zeitung, die hat geheißen Hilfe für alle. Und zwar in einer Zeit, wo es in Europa keine Armen geben konnte. Das war tabu, das Thema war tabu. Bei uns gab es keine Armen. Aber wie wir diese Spalte eröffnet haben, wurde die immer pumpvoll. Wir hatten gar nicht so viel Platz, um diese Spalte auszufüllen. Und und als wir den Verein dann angemeldet haben, haben wir dann einfach gesagt, Hilfe für alle, Abkürzung, Hilfe für alle. Sagte Madame auf der Vereinspolizei, ja, wollen Sie denn allen unter die Arme greifen, den kleinen, der nichts mehr hat, den Bauern, genauso wie den Universitätsprofessor. Sage ich, nein, wie kommen Sie denn auf die Idee? Sie haben die Idee gebracht. Sie haben gesagt, Hilfe für alle. Ja, sage ich, das hat den Sinn, dass wir keine Auslese machen, ob es katholisch sind oder evangelisch oder protestantisch oder sonst irgendeine Religion haben, sondern dass jeder, der bedürftig ist und der es braucht, soll in den Genuss dieser Geschichte kommen. Na, da war sie dann zufrieden. Wir mussten in den Statuten einiges ändern und dann war der Verein also angemeldet. Und welche Projekte wir unterstützt haben, das erste war die große Farm in Oberesokala. Wir haben aber dann gefunden, dass es ganz wichtig ist, Dorfprojekte zu unterstützen. Kleine Farmen, und wo ein ganzes Dorf profitiert davon. Und da haben wir dann medizinische Stationen unterstützt, Spitäler sind gebaut worden und unterstützt, Brunnen gebaut für die Dörfer, dann Spitäler haben wir viel mit Medikamenten versorgt und ein großer Bus ist also Spitäler, die kein Wasser gehabt haben. Was ist der Bus, wo die Ärzte fahren in die Dörfer und die Kranken behandeln oder ins Spital bringen. Also so ein medizinischer Bus, den haben wir da in Österreich gekauft und runtergebracht. Und die Projekte selber unten sind nicht von uns ausgedacht, das war die erste Musterfarm von uns gedacht, aber immer Ihr Antrag, was Sie haben und an Ressourcen, dass wir das unterstützen und fördern. Und da haben wir dann noch etwas gemacht, dass bei jedem Projekt muss eine Feasibility Study gemacht werden. Das heißt, wenn wir jetzt ein Projekt unterstützen, wie wir eine Tischlerei unterstützt haben. Wir befinden uns jetzt in der Schreinerwerkstatt vom Blairhaus. Wir sind eine selbstständige Gruppe von Schreinern, die Möbel herstellen. Und sie bleiben hier als Gruppe. Und wenn sie fertig sind, dann ziehen sie raus und bilden in die Stadt eigene Werkstatt. Wir
bestellen Möbel zum Verkaufen und außerdem Möbel auch für St. Louis und die Kapsel, die wir schon erwähnt haben, und auch zu St. Joseph. Drehbank. Wenn die jetzt Werkzeug kriegt und ein paar Maschinen von uns, dann ist das eine Großtischlerei und macht vielleicht im Umkreis 5 kleine Tischlereien kaputt. Also da haben wir schon sehr gelernt, drauf zu schauen, wenn wir ein Projekt unterstützen, dass wir nicht andere kleinere kaputt machen. So wie bei uns, der Supermarkt macht die kleinen Geschäfte kaputt. Ne? Also da haben wir schon sehr auf das geschaut. Also wir haben selber sehr viel gelernt und profitiert davon. Ja, die Projekte, also wir haben ausgeschrieben gehabt, ein Projekt, also die Farm bauen. Wo kommt das Geld her? Und jetzt haben wir ich habe Adressmaterial gesammelt, alles von der Zeitung, alle Verwandten und Bekannten, die wir gehabt haben. Ich habe fast 1000 Adressen zusammengekriegt. Der Mann hat Informationen über das Land gesammelt und dann haben wir Aussendungen gemacht. Die ersten Zeitungsaussendungen waren auf Matrizen geschrieben und dann haben wir jede Matrize 1000 Mal abgezogen, haben wir 16 Seiten gehabt und haben das zusammengegeben und mit Erlagschein ausgeschickt. Und plötzlich haben wir 85.000 Schilling gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist, kann die Familie Basta nicht mehr als Projekt haben, wenn so viel Spendengelder reinkommen, wenn das wirklich realisiert wäre, das braucht ein Fundament und deshalb haben wir auch den Verein gegründet dann, damit das offiziell ist und nicht nur von uns getragen ist, obwohl wir unsere Arbeit wirklich eingesteckt haben, unsere ganze Arbeit haben wir in das Projekt reingesteckt. Und so haben, dann hat der Mann, ich habe jetzt gerade nachgedacht, der hat 500 Zeitungen geschrieben, jedes Monat eine große Zeitung mit 4 Seiten, wo die Projekte immer dargestellt worden sind. Wer Projektträger ist, wo die Ressourcen herkommen, wer profitiert von dem Projekt, alles mit Bildern dokumentiert und die Leute haben gespendet, je nachdem, wie sie angesprochen worden sind. Und wir haben von Staat und Kirche keinen Beitrag gekriegt, sondern es ist wirklich nur von reinen Spenden alles zustande gekommen, ohne, also wirklich, also, aber wir haben uns auch voll eingesetzt damals, das ist, und auch heute noch, das ist halt unser Leben, dass wir uns auch solidarisiert haben mit den Armen. Das haben unsere Kinder eigentlich gemacht, weil mein Mann hat sich ja damals nur das ist jetzt privat, mein Mann hat sich ja, ich war ja berufstätig und hat sich am Abend und zum Wochenende für Afrika engagiert und was hat er, und wir haben ja 2 Kinder gehabt und die Kinder hat er wochenlang nur schlafend gesehen und die haben den Papa überhaupt nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, unsere erste Verantwortung ist den Kindern gegenüber. Und wenn der Vater für alle anderen Leute da ist und Zeit hat und für die eigenen Kinder nicht, dann ist das aber schon sehr kritisch. Und dann haben wir Familienkonferenz einberufen und haben die Kinder gesagt, so geht es nicht weiter. Einen freien Abend in der Woche muss der Papa zu Hause sein und ein freies Wochenende im Monat. Naja, was streicht er ab?
die Arbeit für Afrika wird noch mehr werden und die Hilfe brauchen sie jetzt, wie es nach dem Krieg war, das wissen wir selber, wir haben ja den Zweiten Weltkrieg noch mitgemacht und haben gesagt, die brauchen die Hilfe selber. Und wenn der Papa nur halbtags arbeitet, haben wir nur das halbe Geld. Und dann haben die Kinder gesagt, na ja, solidarisieren wir uns mit den Armen, wenn sich der Papa für die Armen einsetzt und wir tun nur, und wir verzichten auf Skikurs, die waren alle zwei im Gymnasium, auf Skikurs, auf das Theater hat der Bonimaums verzichtet, dann haben sie aufs Taschengeld verzichtet und haben Nachhilfestunden gegeben an einen Kollegen und da haben sie dafür die Sachen für die Schule gezahlt, was sie gebraucht haben. In den Ferien haben sie beschlossen, gehen sie arbeiten, damit sie es gewohnt und die Schuhe, wo sie draus gewachsen haben, dass sie sich das besorgen können und das haben sie auch gemacht. Ulrike ist in den Ferien fünf Wochen, jede Ferien fünf Wochen in ein Hotel arbeiten gefahren, mit der ersten Straßenbahn in Wien um 16:30 weggefahren und hat gearbeitet und der Bernhard hat gearbeitet beim Paketzustelldienst. Da haben sie sich eher Geld verdient. Also das ist wirklich, und wir haben ein Jahr lang ohne Einkommen gelebt. Also es war alles aufgezehrt, wir haben wirklich von der Hand in den Mund gelebt, ich habe oft nicht gewusst, was ich kochen soll. Auf einmal kommt wer daher und schenkt uns was. Und also wir haben eine tolle Erfahrung gemacht dann mit unserem Glaubensleben. Aber und dann, ich habe vorhin gesagt, gerade wir essen nur zweimal im Tag, wie der Adolf das erste Mal zurückgekommen ist und gesagt hat, also er hat so viele Familien gefunden, die sich nicht einmal im Tag satt essen können und wir essen dreimal. Und dann haben die Kinder gesagt, na, wir könnten ja auch eine Mahlzeit einsparen und nur zweimal essen. Und seit 1971 essen wir nur ein Frühstück und am Abend was. Und das machen unsere Kinder heute auch noch. Und wenn wir einmal was anderes essen, kriegen wir Magenweh und werden wir zuständig. Also das ist jetzt unser Leben dazu. Aber ich denke, dass das auch der Hintergrund ist, dass wir alles, was wir sagen und was wir gemacht haben, dass wir auch glaubwürdig sind. Wenn wir anders leben. Das meiste Gewand, was wir haben, das sind abgelegte Sachen oder vom Flohmarkt. Aber das ist unser Beitrag halt auch noch. Aha, ja, also es werden dort 423 verschiedene Sprachen gesprochen. Also Dialekte, Sprachen. In Englisch. Also Englisch ist die Landessprache. Also, aber es ist oft so, dass wir zwei Dolmetscher dazwischen gebraucht haben. Wenn wir in ein Dorf gekommen sind, hat unser Dolmetscher gesagt, oje, die verstehe ich schon wieder nicht. Jetzt hat es der eine wieder übersetzen müssen und der, also. Aber mit Englisch kommt man überall durch. Hm? Ja. Und man redet mit den Herzen. Ich habe zum Beispiel mit den Eltern vom Aaron geredet, die haben Ivo geredet und da kann ich fünf Wörter nur. Und ich habe Deutsch geredet und wir haben uns verstanden, was wir gesagt haben. Also. Ich denke, dass es in guten Händen weitergeht. Unsere Tochter, die Kinder sind ja mit aufgewachsen und haben das Leben geteilt mit den Armen. Und die Tochter ist jetzt eingestiegen, hat schon vor einigen Jahren die Geschäftsführung des Vereins übernommen. Und der Diplom-Ingenieur Uwe Kraus, die Präsidentenstelle. Und wir sind halt nur so stille Mitarbeiter noch, oder Mitträger nur im Hintergrund. Ich darf noch die Buchhaltung machen.
das ist halt so noch unser Beitrag. Und ich denke, sie machen das auch in unserem Sinn weiter, damit die Menschen wirklich profitieren. Ich bin zum Patrick, den wir da studieren haben lassen, in sein Compound gefahren. Also in sein Heimatdorf, ins Heimatdorf, wo er... Und dann sagt er, weißt du was, jetzt fahren wir nach Onitsha, das ist die größte Handelsstadt in Nigeria. Jetzt fahren wir nach Onitsha, da zeige ich dir das Haus meines Großvaters. Na, ein tolles Haus, wirklich für dortige Verhältnisse ein fantastisch gebautes Haus. Und wenn wir so durch die Küche gehen, sagt er, und da haben wir die Großmutter einbetoniert. Sag ich, was habt ihr? Er sagt, die Großmutter haben wir einbetoniert, weil ihr Lieblingsplatz war die Küche und sie soll dort begraben werden, wo sie am liebsten war. Die haben in der Kuchel die da einbetoniert. Und deswegen gibt es ja keine Friedhöfe, weil die Toten alle dort begraben werden, wo sie am liebsten gelebt haben. Vor dem Ding, ja. Und Zahnbürsteln haben wir gehabt, habe ich für die Ausstellung mitgenommen. Das ist das Holz vom Nehmbaum. Der Nehmbaum ist ein Medizinbaum. Wenn man Kopfweh hat, geht man raus, holt sich ein Bradel, legt es auf, das Kopfweh ist weg. Man kann, und das Holz, werden kleine Stabeln gemacht und das wird verkauft. Also ich habe natürlich auch sowas gekauft und das wird gekaut, das Holz wird gekaut, dann geht der Saft raus, der desinfiziert. Mit den Zerbissenen werden die Zähne ein bisschen abgeschoben und dann wird das abgebissen. Nächsten Tag hat man halt ein kürzeres Zahnbürstel. Und immer frisch. Immer frisch, ja. Vieren. Das muss man erzählen mit dem Nachgewand von der Kate. Ja, wir haben halt alle wieder ein paar Geschenke halt in Adolf mitgegeben, alles Mögliche. Und da hat der Kate, der Sekretärin, habe ich so gefunden, so eine Liebe, die sie heiratet. Und da habe ich gesagt, sie kriegt jetzt ein schönes Nachthemd mit Blumen und so Puffärmel und so. Habe ich so ein schönes Nachthemd geschickt. Und wie der Adolf am Sonntag in die Kirche kommt die Kate mit dem Nachthemd einer, weil sie so ein schönes Kleid ist. Und mit was für einem Ernst und was für einer Freude, nicht? Also, ich muss ein sehr komisches Gesicht gemacht haben, weil es mich so angeschaut hat. Ja, das war... Ach Gott, nein. Mein Gott, na ja. Aber eines muss man schon sagen. So arm sie sind, so fröhlich sind sie.